sieht denn ein perfekter Frühlingstag für Sie aus? Eigentlich so wie heute und gestern. Wenn die Sonne einem aufs Gesicht scheint und man aufatmet und sagt, ja, wir haben es geschafft. Und wie halten Sie sich fit für den Frühling oder für den Sommer? Bei mir kommt das von ganz alleine, weil ich habe ja ein riesen Grundstück und viele Tiere. Also sobald die Sonne rauskommt, bin ich eigentlich 10 Stunden im Garten. Und das ist dann auch das, was mir die Energie gibt, die Sonne und das Leben mit der Natur. Und machen Sie auch Sport oder was tun Sie für Ihre Figur? Na, den brauche ich ja nicht. Wenn du 10 Stunden draußen arbeitest und ein paar Pferde am Tag reitest, dann bist du abends so am Ende. Das ist nichts mehr mit Bauchübungen. Ja. Wie verliebt starten Sie denn in den Frühling? Ach, ich bin jedes Jahr neu in den Frühling verliebt, wenn Sie das wissen wollen. Gibt es einen bestimmten Mann in Ihrem Leben? Das verrate ich nicht. Ja. Wie schafft man es denn aber dennoch, glücklich in der Liebe zu sein, auch wenn es jetzt keinen Mann gäbe? Wie schafft man es was, bitte? Glücklich in der Liebe zu sein. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass eine gewisse Portion Unglück auch immer dazu gehört, dass man wieder neu glücklich werden kann. Also ich habe da kein Patentrezept. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man das Leben auf sich zukommen lässt und es mit allem nimmt, mit den Höhen und mit den Tiefen. Und wenn man dann stabil in sich drin ist, dann weiß man, worum es geht im Leben, nämlich, dass man einfach alles annimmt. Dann ist es auch in Ordnung. Was sind denn Ihre persönlichen Wünsche und Träume für die Zukunft? Ich möchte gerne eigentlich so bleiben, wie ich bin. Ich möchte es schaffen, alt zu werden und trotzdem zufrieden zu sein. Ich möchte gerne eine ganz tolle Oma werden und ich möchte, dass mein Haus so voll von Freunden bleibt, wie es im Augenblick ist. Und dann kann mir eigentlich nichts passieren. Mal sehen. Vielen Dank und viel Spaß.